Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Cube Talk. Bevor wir hier einmal starten, möchte ich mich einmal sehr dafür bedanken, dass wir jetzt hier auf diesem Kanal die 2000 Abonnenten erreicht haben. Also vielen Dank an euch. Ohne euch wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Und ja, ich denke mal, das kann jetzt auch schön so weitergehen. Wäre auf jeden Fall toll. Ja, was steht denn heute in der Cube Talk Episode an? Ich habe mir einmal so ein bisschen was ausgesucht, worüber ich reden kann. Allgemein so ein bisschen auch, was jetzt Cube Talk betrifft und warum jetzt die letzten beiden Wochen, beziehungsweise eigentlich die letzten Wochen über relativ wenig kam. Darüber würde ich gerne einmal reden und so einen kleinen Kanalstand einfach mal so zu melden. Und dann haben wir natürlich noch eine Challenge, die habe ich ja eigentlich noch vom letzten Mal. Die wird jetzt auch dieses Mal kommen. Und was habe ich denn noch? Genau, neue Cube-Erscheinungen gibt es noch, neue Weltrekorde gibt es noch. Und bevor wir zu den neuen Weltrekorden und den neuen Cube-Erscheinungen kommen, habe ich mir noch was Schönes überlegt. Nämlich eine kleine Neuerung, die ich gerne einfach mal ankündigen möchte. Ja, das ist jetzt der Plan für heute und ich würde mal sagen, wir legen gleich los. Ach ja, und es gibt einen 7x7 Solve. Den habt ihr euch ja gewünscht. Und für die nächste Folge könnt ihr natürlich in der Infokarte auch wieder einmal abstimmen, was denn als nächstes für ein Solve sein soll. Also, der Cube, mit dem ich hier diesen Solve mache, das ist der Mouyu Aofu GT, also sozusagen der alte Mouyu 7x7. Und ja, ansonsten löse ich halt relativ selten eigentlich den 7x7 auf Zeit, deswegen ist halt die Zeit jetzt auch nicht so besonders. Ich setze mich meistens sonst eigentlich so hin und löse den 7x7 in Ruhe, weil mir das einfach mehr Spaß macht und ich beim 7x7 eigentlich auch nicht so auf Wettkampfgedanken eigentlich aus bin. 7x7 macht mir eigentlich eher so, beziehungsweise eigentlich Big Cubes ab 6x6 machen mir eigentlich eher so Spaß, wenn ich die halt langsam lösen kann. Und ab 8x8 ist das ja eh so, dass man die dann nicht schnell löst, normalerweise. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe mich ja schon vorhin einmal für die 2000 Abonnenten, die wir jetzt erreicht haben, bedankt. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank dafür. Und ja, jetzt stehe ich natürlich wieder in diesem Dilemma, dass ich ein Special machen muss, beziehungsweise ich möchte ein Special machen. Müssen muss ich natürlich nichts, aber ich möchte gerne ein Special machen und ich bin am Überlegen, was kann ich denn mal machen? Ich könnte das natürlich so machen wie beim 1000 Abonnenten Special, dass ich einfach alle meine Cubes verdrehe und die dann löse, aber ich würde vielleicht auch gerne etwas Neues machen und wenn ihr da Vorschläge habt, könnt ihr auch gerne die in die Kommentare schreiben. Ich kann aber nicht garantieren, dass die drankommen, weil ich halt selber schon so ein paar Ideen habe, was ich gerne machen möchte. Aber vielleicht bringt ihr dann mich auch noch auf eine etwas andere Idee, wie man vielleicht sogar Sachen kombinieren könnte. Und falls ihr da einfach irgendwelche Ideen habt, könnt ihr die in die Kommentare schreiben. Ihr solltet nur aufpassen, dass das nichts mit irgendwie CFOP oder irgendwie Square One zu tun hat. Diese Kommentare werden, ja, sagen wir mal, kommentarlos gelöscht. Auch wenn das gerade ein bisschen komisch klang, so ist es. Das eigentliche Thema heute geht aber so ein bisschen mehr um Cube Talk an sich. Ja, es geht tatsächlich in Cube Talk auch um Cube Talk. Ich möchte eigentlich so ein bisschen Cube Talk verändern, beziehungsweise halt ein bisschen dynamischer wieder gestalten. Ich habe das jetzt ja schon so gemacht, dass ich in dieser Staffel wieder das Puzzle Showcase mit reingebracht habe und ich möchte einfach auch mal komplett neue Sachen mit reinbringen, von diesem alten Aufbau auch ein bisschen verschwinden und einfach so ein bisschen durchmischen. Und ich habe da schon so ein paar Ideen, auch so ein paar Sachen, die halt ein bisschen mehr in Richtung Unterhalt zählen, also sagen wir mal so ein bisschen lustigere Sachen habe ich mit dabei eingeplant und auch ansonsten möchte ich einfach Cube Talk so ein bisschen in der Aufmachung verändern. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gemerkt, dass letzte Woche kein Cube Talk kam. Das lag zum Beispiel einmal daran, dass ich halt nicht wirklich eine Idee für ein Thema hatte. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, immer gerne Themen vorschlagen und da ich jetzt auch nicht so kreativ bin im Themen ausdenken, bin ich eigentlich auch immer sehr froh, wenn jemand ein Thema vorschlägt, aber halt in letzter Zeit kam da relativ wenig von euch. Und um dem so ein bisschen zu entgehen, möchte ich einfach auch diesen ersten Teil so ein bisschen auch ändern und durch neue Sachen gerne auch mal ersetzen in einigen Episoden. Themen gibt es natürlich dann auch immer noch, aber es wird halt auch mal andere Sachen geben. Ich habe das ja auch schon mal so gemacht, dass ich das halt durch ein Q&A ersetzt habe oder halt auch einmal einen Gast eingeladen hatte, was dann sozusagen das Thema ersetzt hat. Und ich habe mir da halt neue Sachen überlegt, wovon ich aber noch nichts verraten möchte, weil die sollen sozusagen so eine kleine Überraschung bleiben. Und das wird dann halt bald in den Episoden irgendwann mal auftauchen. Ja, und ansonsten habe ich halt auch mal so mit den Gedanken gespielt, dass ich halt Cube Talk auch von der Aufmachung komplett ändere.
ich habe bald vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit, mein Setup ein bisschen umzuändern, beziehungsweise einfach mal alles ein bisschen neu aufstellen. Nicht von der, also jetzt sagen wir mal so, nicht von der, vom Equipment her. Das bleibt zu einem großen Teil wirklich dasselbe, aber einfach mal so eine komplette Neuausrichtung. Und wann genau das jetzt sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das kann sich tatsächlich noch ein bisschen hinziehen, also kann auch erst irgendwann im Sommer oder erst im Herbst passieren. Ich hoffe natürlich, dass das so schnell wie möglich passiert und da würde ich dann halt auch gerne Keep Talk ein bisschen verändern. Und ich habe da halt so die Idee, dass man halt wirklich so ein bisschen mehr in Richtung Talkshow-Format geht. Also das, ihr kennt sicherlich diese Late-Night-Talkshows oder so ähnlich, dass man da halt auch wirklich einem gegenüber sitzt oder gegenüber steht und das dann halt, dass es dann halt so eine Art Studio sein wird. Und ich habe mir da tatsächlich überlegt, dass ich mir vielleicht mal einen Greenscreen anschaffe und dass ich mir es dann tatsächlich mal irgendwann so aufbaue, dass es halt wirklich so aussieht, als ob ich in einem Studio wäre. Wie ich das dann mit dem Solve mache, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist jetzt halt auch alles erst so ein, ja, so eine Idee, die halt in frühen Stadium ist. Das heißt, da kann sich noch eine Menge ändern, das kann auch wieder verworfen werden. Aber es ist einfach so eine Idee, die klingt in meinem Kopf gar nicht mal so kacke. Und deswegen würde ich das eigentlich gerne mal irgendwann probieren, mal so umzusetzen. Ja, und mein Ziel ist es eigentlich, Cube Talk ein bisschen dynamischer zu machen, Cube Talk ein bisschen interessanter wieder zu machen. Und ich denke mal, dadurch, dass man halt auch ein bisschen, ja, mehr Formate bzw. mehr Themen mit reinbringt, wird das, glaube ich, schon mal ganz gut laufen. Und dann ist halt mein Ziel auch, Keep Talk meistens immer so 15 bis 20 Minuten lang zu machen. Und das heißt, dann haben wir da eigentlich genug Zeit für eine Challenge, wir haben genug Zeit für die neuen Cube-Erscheinungen und genug Zeit für anderen Kram, der da so ansteht. Ja, und dann muss ich mir halt auch nochmal überlegen, wie häufig ich dann Cube Talk machen möchte. Kommt halt auch wieder drauf an, wie häufig ich Ideen habe. Jetzt ist es halt, ja, wie gesagt gewesen, letzte Woche ist es halt ausgefallen. Und dafür haben wir es jetzt halt diese Woche. Und ich bin am überlegen, ob ich den 2-Wochen-Rhythmus zu einem 3-Wochen-Rhythmus mache oder das halt noch einmal beim 2-Wochen-Rhythmus belasse, aber das wird sich dann halt auch erst herausstellen, wenn ich dann halt wirklich genau weiß, wie ich dieses neue Konzept machen möchte, wie die neuen Sachen entstehen, die ich mit reinbringen möchte, und dann kann ich das halt alles so abwägen, weil es hat halt auch immer damit was zu tun, wie aufwendig das ist, das zu produzieren und beziehungsweise wann ich die Zeit und wann ich auch die Lust dazu habe, das zu machen. Weil einige Sachen, die sind halt nicht wirklich immer so, also einige Sachen sind halt wirklich ein bisschen aufwendiger zu machen. Puzzle-Showcases sind tatsächlich ein bisschen weniger aufwendig als ein Review, aber halt schon aufwendiger als jetzt zum Beispiel eine Challenge. Bei einer Challenge, da setze ich mich hin und nehme diese Challenge einfach auf, übe vielleicht vorher ein, zweimal, damit ich wenigstens so ein bisschen einschätzen kann, wie lange diese Challenge dauern wird. Aber bei so einem Puzzle-Showcase, da schreibe ich meistens noch ein Skript, ich muss passende Kameraszenen aufnehmen und das kostet tatsächlich schon so ein bisschen mehr Zeit. Deswegen kommt das halt auch nicht so häufig. Und ich brauche natürlich auch Cubes, zu denen ich das Puzzle-Showcase machen kann. Die fehlten mir in den letzten Wochen tatsächlich auch. Und ich denke mal, wenn ich dann halt diese ganzen Ideen, die aktuell in meinem Kopf herumkreisen, so mit einbringen kann, dann wird das schon mal was ganz Tolles. Und ich glaube, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und noch eine Sache, die auch den Kanal betrifft. Ich bin auch am Überlegen, ob ich im Sommer tatsächlich auch wieder einen Monat Pause mache, wie letztes Jahr. Einfach, wenn das Wetter halt gut genug ist, dann würde ich das halt auch einfach, keine Ahnung, genießen wollen. Beziehungsweise nicht so häufig Videos bringen. Und da wird es dann halt später irgendwann noch so eine Ankündigung geben. Da bin ich mir halt bislang noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen möchte. Ich würde ja auch gerne jetzt gerne so ein bisschen mehr Videos herausbringen, aber irgendwie meine Motivation ist tatsächlich irgendwie ein bisschen unten. Ich habe zwar manchmal so Tage, wo ich richtig Bock habe, ein Video zu machen. Also jetzt zum Beispiel dieses MF3RS-Serien-Video, was jetzt vor kurzem erschienen ist. Das ist tatsächlich auch in so einer Phase entstanden. Da hatte ich richtig Bock, dieses Video zu machen. Und da war ich dann halt auch froh, dass ich das dann hinter mir hatte, dass ich das dann jetzt endlich mal, dass ich endlich die Zeit und die Lust dazu hatte, das zu machen. Und ich hätte das halt gerne, dass ich halt mehr solcher Phasen habe, wo ich wirklich Lust habe, Videos zu machen. Aber das ist halt aktuell aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ich weiß halt auch echt nicht, warum. Ich würde halt gerne Videos machen, aber es fehlt halt manchmal echt die Lust, beziehungsweise auch in der Woche tatsächlich die Zeit. Weil Schule dauert schon tatsächlich ein bisschen länger manchmal. Ich habe auf jeden Fall noch genug Videos in Planung, was ich dann mal machen möchte. Ich wollte ja auch immer noch dieses FAQ-Video machen und andere Reviews stehen da noch an. Ich habe jetzt hier zum Beispiel vor mir immer noch den MGC Megaminx liegen. Dazu wollte ich jetzt eigentlich auch irgendwann mal noch das Review fertig machen und dann kommt sicherlich bald auch mal wieder ein Unboxing. Das wird ja auch mal wieder Zeit. Ich habe mir jetzt schon so lange keine neuen Cubes mehr bestellt. Das ist schon unnormal. Also einerseits kam halt wirklich wenig raus, was mich interessiert hat, und andererseits habe ich halt auch keine Cubes gefunden, die schon ein bisschen älter sind, die ich unbedingt mal haben wollte. Und jetzt kommen ja wieder
wieder einige Cubes raus. Also der Ready Mix würde mich ja zum Beispiel interessieren und dann halt noch so ein paar neue 3x3s. Und ich denke mal, da wird dann bald auch wieder ein Unboxing erscheinen. Also da braucht ihr noch keine Angst haben. Da wird wieder was kommen, auf jeden Fall. Ich möchte allgemein den Kanal wieder ein bisschen mehr beleben. Inwiefern das dann klappen wird, das werden wir dann sehen. Aber die Pläne sind auf jeden Fall da und ihr müsst mich noch nicht abschreiben als Cubing-YouTuber. Ich glaube, das macht ihr auch noch nicht. Ich bringe ja immer noch regelmäßig eigentlich Videos heraus. Also von daher, das sollte dann jetzt aber auch schon wieder hier von diesem Thema einmal gewesen sein. Nur damit ihr jetzt halt mal so ein bisschen den Stand der Dinge wisst, damit ihr da auch auf dem Laufenden seid. Ja, hier machen wir jetzt gleich weiter mit der Challenge. Die heutige Challenge kommt von TH Cubing und er schlägt vor, dass ich einmal den virtuellen Cube beim CS-Timer lösen soll. Und ja, hier haben wir jetzt das Teil, ist was ganz Interessantes, ist gar nicht mal so einfach, wie man jetzt vielleicht denken mag. Das hängt vor allem mit den ganzen Tastenkombinationen zusammen, die man erstmal drauf haben muss. Und ich denke mal, da werde ich auch ein bisschen dran sitzen, weil das ist wie gesagt nicht wirklich einfach, was hier jetzt gleich folgen wird. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. So, also ich verdrehe einfach mal den Cube. Das geht hier ganz einfach mit einer Leertaste. Und dann würde ich auch einfach mal sagen, mache ich die erste Umdrehung und dann geht es tatsächlich schon los. So, FTL ist schon mal fertig. Geschafft. So, 4 Minuten 19, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich hatte schon bessere bzw. schlechtere Versuche. Das hatte jetzt damit zu tun, dass ich bei den ersten beiden Aufnahmen, die ich machen wollte, vergessen habe, auf Aufnahme starten zu drücken. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft und ich denke mal 4 Minuten 19 ist keine schlechte Zeit. Wenn ihr das auch mal ausprobieren möchtet, schaut auf dem CS-Timer einmal vorbei, dort könnt ihr das nämlich in den Einstellungen einmal so einstellen. Für mich persönlich ist das jetzt nichts, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bleib da lieber beim normalen Cube, aber für die Leute, die einfach mal so ein bisschen was anderes suchen, eine größere Herausforderung, für die ist das sicherlich mal was ganz Interessantes und ich denke mal mit genug Übung lassen sich da auch sehr gute Zeiten noch erreichen. Am Anfang habe ich ja so ein bisschen von so einer kleinen Idee erzählt, die ich jetzt hatte, nämlich ich möchte eine
Cube-Weltmeisterschaft machen. Und jetzt nicht das, was ihr euch wahrscheinlich vorstellt, dass man das mit den ganzen Zeiten und so macht. Nein, ich möchte den besten 3x3 Speedcube von der Community eigentlich herausfinden. Das heißt, ich werde das so aufbauen, ähnlich wie eine Weltmeisterschaft. Das heißt, wir haben verschiedene Gruppen, wir haben eine ja Vorrunde und dann haben wir halt immer so Duelle im Anschluss und dann werden wir in den nächsten Cube Talk Episoden einfach mal ja den beliebtesten 3x3 der Community herausfinden. Das ist mein Plan dafür und ihr könnt jetzt erstmal für die 28 Cubes, also ich glaube es waren 28, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ob das die richtige Zahl war, aber ihr könnt auf jeden Fall jetzt für die Cubes abstimmen, die an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen sollen. Also ich habe eine Abstimmung in die Beschreibung gepackt, da könnt ihr eigentlich für ja möglichst alle Cubes theoretisch stimmen. Und die 28 Cubes mit den meisten Stimmen, die kommen auf jeden Fall in die Weltmeisterschaft rein. Ja. Und da noch ein paar kleine Infos dazu. Also es gibt jeden Cube nur einmal. Ob das jetzt eine magnetische Version ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Es zählt tatsächlich nur der Basis-Cube. Und wenn ihr da irgendwie in dieser Liste noch irgendeinen Cube vermisst, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare oder so. Oder lasst es mich halt irgendwie wissen, weil dann kann ich den nämlich noch einmal mit hinzufügen. Und dann wird er hoffentlich auch kein Cube vergessen. Ja, das wäre eigentlich schon das zu dieser Sache. Also wir werden dann halt in den nächsten Cube-Talk-Episoden immer so ein paar Abstimmungen machen, so die Vorrunden erstmal und dann werden wir in ein paar Cube Talk Episoden auch den beliebtesten 3x3 Speedcube von der Community einmal herausfinden. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee und ja, ich hoffe einfach auch, dass ihr euch da sehr stark dran beteiligt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, aber das war es jetzt auch schon hier zu dieser kleinen Idee. Bei den neuen Cube-Erscheinungen fangen wir einmal mit dem GE Axis Cube an. Ja, das ist jetzt eine Axis Cube-Variante von GE. Das heißt, hier haben wir jetzt einen 3x3 Budget-Mechanismus von GE in diesem Cube verbaut. Und daher ist es ja eigentlich jetzt auch nichts so Besonderes. Ist halt noch eine weitere Variante vom Axis Cube. Und dasselbe geht jetzt auch für den GE Fischer Cube, der jetzt hiermit herausgekommen ist. Selber Mechanismus, auch eher so auf Budget-Line getrimmt. Und da haben wir jetzt noch eine weitere Alternative im Gegensatz zu den Cubing Classroom Fischer Cube oder dem YJ Fischer Cube oder zu all den anderen Fischer Cubes, die es noch aktuell gibt. Dann haben wir hier einmal den GE Volk 3M. Das ist jetzt sozusagen eigentlich der ganz normale Volk 3, soweit ich weiß, nur mit Magneten. Und diesmal kommt er halt schon von Haus aus mit Magneten. Vorher gab es ja immer nur so Custom-Versionen, die Magnete hatten. Und jetzt gibt es auch eine direkt von GE. Ob sich da jetzt noch irgendwie was an dem Mechanismus geändert hat, kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber ich vermute mal nicht, so wie ich das jetzt alles bislang gehört habe. Dann haben wir hier einmal den Cubing Classroom Ready Minx. Also ich finde den Cube relativ cool, wie der Name schon sagt. Es ist eine Mischung aus einem Megaminx und einem Ready Cube und sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Dürfte jetzt nicht allzu schwierig sein. Ist auf jeden Fall ein ganz interessantes, ja, kleines Puzzle hier und das werde ich mir sicherlich später noch irgendwann holen. Und dann haben wir hier einmal den Shengshou 12x12. Das ist der erste in Serie produzierte 12x12 auf dem Markt und der kommt einmal in einer Pilot-Version, wie man hier ganz gut sehen kann. Ja, sieht ganz interessant aus. Es wird in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch einer von Cubing Classroom erscheinen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Die haben, glaube ich, auch ein 12x12 geplant. Und dann haben wir jetzt, wenn ich mich auch nicht täusche, von 2x2 bis 13x13 wirklich mindestens ein in Serie produziertes Puzzle. Das heißt, der 12x12 ist jetzt auch endlich vorhanden. Und zum Abschluss haben wir dann noch einmal den YJ Yulong Pyraminx M. Ja, YJ bringt ja aktuell so ein paar Budget Cubes heraus, auch in magnetisch. Und da darf natürlich auch kein Pyraminx fehlen. Und da haben wir halt den YJ Yulong Pyraminx M. Bei den neuen Weltrekorden fangen wir gleich einmal ganz unten in der Liste an mit einem neuen Average-Rekord im 3x3 Fewest Moves. Da beträgt nun der Average 23 Umdrehungen und dieser Average-Rekord wurde aufgestellt von Reto Bubendorf aus Finnland. Dann haben wir hier einmal zwei 4x4 Blindfolded Single-Weltrekorde, beide aufgestellt von Stanley Chapo und da betragen die Zeiten nun einmal 1 Minute und 19,2 Sekunden und 1 Minute und 10,68 Sekunden. Dann haben wir noch einen 3x3 Blindfolded Average-Rekord, aufgestellt von Jack Tsai oder Kai, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da beträgt nun der Average 20,03 Sekunden. Und dann haben wir noch einen neuen Average-Rekord in der Clock, aufgestellt von Yunhao Lu. Und da beträgt nun die Average-Zeit 4,43 Sekunden. Und dann werfen wir noch einmal einen Blick auf die National Records, da gibt's zwei neue. Einmal einen neuen Average Pyraminx Rekord, da beträgt nun die Zeit 2,81 Sekunden, aufgestellt von Willy McKein. Und dann noch einen Average Rekord im 3x3 Blindfolded, aufgestellt von Jens Haber, da beträgt nun die Average Zeit 24,22 Sekunden.
So, dann sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende dieser Q-Talk-Episode angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, vergesst nicht in die Beschreibung zu schauen und für die Cubes, die ihr bei der Cube-Weltmeisterschaft sehen wollt, abzustimmen. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, ja, Themenvorschläge sind wie immer gerne gesehen und Challenge-Vorschläge sind gerne gesehen. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss!